Ah, du bist ein Schatz. Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Oh, Mann. Das macht Spaß mit euch. Habt ihr auch Spaß, ja? Oh Mann. So, einige Leute haben mich angesprochen und haben gesagt, Mensch, du rennst die ganze Zeit da so mit einer ganz lieben älteren Frau rum. Wer ist das denn? Deine Mutter, deine Oma, deine Großmutter, deine Frau? Nein, es ist mein größter Fan. Tatsächlich hat sie jedes Konzert von mir besucht, bis auf ein, zwei. Nicht. Und das ist die Belohnung für dich. Ja? Und das sage ich nicht ohne Grund, denn ich sage es aus einem ganz bestimmten Grund. Weil im letzten Jahr wurde ein Song von mir erfolgreich, von dem hätte ich niemals geglaubt, dass er überhaupt erfolgreich werden würde, weil ich einfach dachte, dass diese Thematik vielleicht so kompliziert ist. Wir sind ja alle so immer gut auf Party und ja, und nein, ich glaube, es hat funktioniert, weil das wieder auffällt. Und es geht nicht nur um diese Liebe zwischen Mann und Frau, sondern es geht um die Liebe zwischen uns allen. Um die Liebe in dieser Familie hier in Mallorca, ja, und bitte, oh, nicht schüchtern sein, komm einfach an den Frühstückstisch, ja, und sag guten Morgen. Ja? Wir lieben uns hier alle. Ich mag euch wirklich und ich bin hier wirklich jedes Jahr unglaublich gerne. Ich fange an zu stottern, weil das fällt mir dann tatsächlich ein bisschen schwer. Es ist schön mit euch hier und ich hoffe, wir haben noch ganz viele Jahre zusammen. Ja? Und es ist, ihr dürft nicht glauben, dass es nur für euch so ist, dass ihr auf uns Künstler blickt. Für uns Künstler ist das auch eine ganz schöne Erfahrung, unseren Fans mal so nah zu sein. Ja? Und ihr seht halt auch mal, die ein oder andere Speckfalte ist da auch schon. Ja, 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 ich hab ja nichts. Ja. So. So. Aber jetzt habe ich